Hallo Freunde, eine kleine eingeschobene Folge hier bei Castlevania. Leider hat es mir die Aufnahme des folgenden Levels zersprengt, als ich sie gerendert habe und irgendwie konnte ich sie auch nicht mehr retten. Deswegen müssen wir sie leider jetzt nachspielen. Es geht zur Feuerspitze und es gibt ein folgenschweres Wiedersehen mit Pan. Powerful necromancers have used this once sacred ground to build an army of the dead. Conquering nearby lands, legions of zombies have devoured the living and given rise to this desolation. No man has traveled here without meeting death. Gabriel now faces his toughest challenge. He now bangs his fists on the very doors of hell on earth, and the Lord who commands here is listening, waiting for him, smiling. It appears that our paths cross once more. But one path must end here. I grow tired of your riddles. Speak clearly for once. Nothing is ever completely clear, warrior. You are shrouded in darkness. You act as though blind to the truth. Let me enlighten you. How powerful you are without your magic. Yeah, what the fuck? Das ist Pan. Ja, auch so kann Pan aussehen. Und wir haben ein kleines Problem, denn er hat uns sämtliche Magie genommen, wie er gesagt hat. Und seine Angriffe sind sehr, sehr unfein, wie wir gerade sehen. Ich würde sagen, wir schauen erstmal ganz kurz auf diese Schriftrolle, denn die wird uns natürlich sagen, was wir hier machen müssen. Schließe den Level ab, ohne es Pan zu erlauben, während des Kampfes seine Gesundheit zu regenerieren. Okay. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie der Kampf ablief. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Ich weiß aber noch, es gab einen Trick, den man unbedingt anwenden muss, wenn man hier nicht raufgehen will. Denn wir sehen, Pans Angriffe sind sehr schwer vorhersagbar. Oh, komm schon. Und dieser Trick, ich habe ihn am Anfang in dem Level überhaupt nicht berücksichtigt, weil ich nicht drauf gekommen bin, das zu machen. Ja, und bin fast draufgegangen, so wie ich es jetzt gerade auch tue. Aber als ich es dann gemacht habe, war der Kampf sehr, sehr einfach. Und genau das werden wir jetzt tun. Der Trick ist einfach nur blocken. Nicht wahr? Also richtig blocken. Komm her. Richtig blocken, sagte ich. So. So, und das ziehen wir einfach immer weiter durch und dann gibt es hier überhaupt kein Problem. Ich bin schon dabei. Und ihr seht, der Kampf wird auf einmal ziemlich einfach. So, wollen wir ihm noch mal das Ärmchen rausreißen, ha? Die wichtigste zuerst, aber ich versuch's mal ohne Magie, ehrlich gesagt. Das wäre auch eine adäquate Herausforderung gewesen hier, muss ich sagen. Oh, komm schon. Also das war wirklich, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, der lebensrettende Unterschied, den ich dann halt hatte. Einfach nur das Blocken, es macht die Sache so viel einfacher. Und man sieht dann doch noch rechtzeitig genug, wann er zuzuschlagen versucht, um den Block rechtzeitig aufzuziehen.
Ah, Mist. Ab und zu wird man halt schon noch getroffen, aber was soll's. So. Dem sollten wir lieber ausweichen. Das muss dann noch nicht sein. Ansonsten ändert sich aber nicht mehr so viel im Kampf, wie wir hier feststellen werden. Also Pan ist doch ein sehr fairer Gegner, muss ich mal schon feststellen. So. Komm schon. Ich glaube, man zieht auch deutlich mehr ab, wenn man wirklich die Lichtmagie anwählt, während er die Schattenmagie benutzt. Oh. Das lief irgendwie nicht so, wie ich wollte. So, mein Freund. Durch die eigene Waffe gefällt. So stirbt ein Gott. Why? Why did you make me fight you? Because this is how it must be. We must all make sacrifices in order to find redemption. No, I did not want this. I did not ask for this. Blood must be spilt for this path to be opened to you. I accept my fate. Can you accept yours? I am not worthy. I am not of pure heart. Der silberne Krieger ist tot. Sein Blut ist nötig, um dieses Tor zu öffnen. Pan wusste, was auf ihn zukommt. Aber unser Weg geht weiter. Und das war's auch schon für die Feuerspitze. Also Pan hat sich letztendlich, muss man es schon so sagen, geopfert. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn er nicht so nett gewesen wäre, dass der Kampf dann ein bisschen härter wäre. Er hätte uns ja zum Beispiel nicht die Magie zurückgeben müssen. Er war ja schon ziemlich fair gewesen. Und letztendlich hat er den Kampf ja nur gemacht, um dann von Gabriel getötet zu werden. Denn sein Blut war nun mal nötig, um das Tor ins Reich des Nekromanten zu öffnen. Naja, er hat sein Schicksal akzeptiert. Und nun geht es weiter auf den Feuerfriedhof. Und was wir dort erleben, das sehen wir dann wieder in der nächsten Folge. Und von da an geht dann auch wieder die normale Aufnahmesession weiter. Seid gespannt! Und bis zur nächsten Folge.